Frau Globse, kennen Sie das auch, dass Sie mit zunehmendem Alter Sachen durcheinander werfen? Also jetzt nicht richtige Sachen, sondern Sachverhalte, wollte ich an für sich sagen. Ja, zum Beispiel, dass man so Großereignisse mit bestimmten Datums nicht mehr richtig in Verbindung bringen kann. Ja, bei manchen Sachen ist das ja einfach. Ne? Nehmen wir mal 1. Mai, Tag der Arbeit. Egal, was für ein Wochentag oder Jahr, dann ist immer der 1. Mai. Ne? Und du weißt, heute brauchst du nicht arbeiten, kannst mit dem Arsch liegen bleiben. Ne? Oder Ostermontag, da ist ja der Tag schon im Ereignis mit drin. Das ist eine Hilfe. Viel schwieriger wird es aber bei so historischen oder auch geschichtlichen Ereignissen. Was weiß ich, Mondlandung, Fall von der Mauer, Attentat auf Kennedy, die Trennung von den Beatles, mein Hochzeitstag oder auch der von meiner Frau. Ne? Ja, hör mal, da weiß ich immer öfters nicht mehr, wann das war. Ja, und dann gibt es so Situationen, weißt du, da sitzt man dann da so in gesellige Runde, redet über Gott und die Welt und auf einmal sagt einer, hör mal, wann war Belgien eigentlich nochmal Fußball-Weltmeister? Vor oder nach der Mondlandung? Ne? Und noch ein anderer sagt, was denn für eine Mondlandung? Ne? Ja, und dann sagt wieder einer, mein Gott, ne, die auf dem Mond. Ja, und wieder ein anderer sagt, hört mal, war Belgien überhaupt mal Fußball-Weltmeister? Ne? Ja, und dann stellt sich, und dann heißt es dann, wie gesagt, ne, stellt sich dann raus, ne, dass der Brasilien meinte, ne, und gar nicht Belgien. Ja, und in so Runden wird dann gegoogelt, was da Zeug hält. Und da muss ich sagen, setzt meine Bildungskritik ein. Früher wurde da nämlich im Gedächtnis gekramt und nicht bei den Google, ne? Ja, dadurch hat man sein Gedächtnis schön auf Trab gehalten. Ja, und heute, ne, brauchst du gar nichts mehr zu behalten. Weil, wenn du das gegoogelt am nächsten Tag wieder vergessen hast, kannst du ja direkt wieder googeln, ne? Und selbst wenn du überhaupt nicht mehr weißt, dass du gegoogelt hast, dann kannst du im Verlauf nachgucken. Ja, hör mal. Ja, hör mal. Ja. Ja. Hallo, wie geil ist das denn? Ne? Aber jetzt mal Spaß beiseite. Wir rasen doch als Individuum gesellschaftlich gesehen in einen kollektiven Gedächtnisverlust. Wir machen uns doch immer mehr zu Sklaven von den Informationsdatenbanken. Erschreckend, erschütternd, beschämend. Ja, was gibt es noch an Begriffe, die das Elend beschreiben? Ja, müsste man mal googeln, ne? Ja, Mensch, an was konnte ich mich früher alles erinnern? Ha! Ich weiß es nicht, ne? Aber ist das nicht traurig? Hör mal, ich war doch ein wandelndes Lexikon. Mich haben Leute angerufen und gefragt, hör mal, Herbert, du weißt doch immer alles. Wann war Brasilien immer Weltmeister? Hör mal, und da sagte ich, wie aus der Pistole geschossen, 58, 62, 70, 94, 2002. Ja, hör mal, da konntest du mich nachts verwecken für solche Pipi-Fragen. Ja, und heute weiß ich das nicht mehr, ne? Ja, da müsste ich jetzt auch wieder googeln. Mein Gott, wie erbärmlich, ne? Oder was konnte ich mir früher gut Wege merken? Einmal hingefahren, hatte ich direkt auf der Festplatte. Selbst weite Strecken, Essen, Olpe, ne? Leute, und wenn ich dann in Olpe war, da wusste ich aber auch, wo Olpe war. Im Sauerland, ne? Ja, und heute mit der Navigation, da könnte Olpe überall sein, ne? Da heißt es dann nur noch, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ankommen ist heute alles. Früher war der Weg das Ziel. Ja, man verlässt sich mittlerweile so auf das Navi, dass von der Wegstrecke nichts mehr in Erinnerung bleibt. Aber neulich bin ich losgefahren und hatte vergessen, das Scheißding anzumachen. Ich musste zum Getränkemarkt, ne? Hör mal, und so kurz vor Arnheim, denke ich. Hör mal, wieso sagt die Olle aus der Navi denn nix, ne? Ja, so kann es gehen. Und durch dieses niederschmetternde Ereignis, diese geistige Bankrotterklärung meinerseits, ne, habe ich jetzt die Konsequenzen gezogen. Wenn ich heute mit dem Auto losfahre, hör mal, dann nimm ich das Navi und mach das an. Ne? Tschüss.